Hallo zusammen, hier ist wieder Let's Go mit einer weiteren Runde Dungeon Keeper, Feldzug Nummer 14. Ich will ehrlich sein, ich habe das Level jetzt schon ein paar Mal probiert und bin am Anfang kläglich gescheitert. Das wollte ich euch jetzt mal sparen. Aber mein Versprechen jetzt, wenn ich jetzt failen sollte, dann werde ich das Ganze auch hochladen. Ich hoffe, dass das nicht passiert, sondern dass ich euch zeigen kann, wie toll und gut ich in dem Spiel bin. Aber das ist wirklich, wirklich schwer am Anfang und ja, springen wir doch gleich mal rein. Feldzug fortsetzen. Es gibt Gerüchte über eine finstere Präsenz im Großherzogtum Fluxenberg. Offenbar steht Keeper Carrion kurz davor, den Tempel der Schwarzen Engel zu entdecken. Ihr müsst euch also beeilen. Jo, das ist hier so ein Bonuslevel mit diesen Steinen wieder, da bin ich aber zu blöd für. Deswegen springen wir gleich mal hier rein. Rittergut Pfirsichberg. Gute Nachrichten, Keeper. Ihr seid so stark geworden, dass Horny beschlossen hat, selbst mit euch an der vordersten Front zu kämpfen. Jawohl. Die Ländereien des Ritterguts Pfirsichberg fließen über vor magischer Energie. Um euren großen Verbündeten zu beschwören, müsst ihr Mana-Gruften von Ritter Tiberius erobern. Die versorgen euch dann mit all der Macht, die euer schwarzes Herz begehrt. Na, dann machen wir das doch mal, ne? Euer widerlicher Gestank beleidigt meine Nase. Dieses wohlriechende Land wird euch abstoßen. Dafür werde ich sorgen. Ja, ja, immer große Klappe. Bis jetzt haben wir auch alles geschafft, aber hier hat er so ein bisschen recht. Ah, okay, da sind die Mana-Gruften. Eieieiei. Magische Tür. So. Ihr habt nun die Macht, Horny herbeizurufen, wenn ihr wollt. Aber es kostet euch jedes Mal eine Menge Mana. Findet und erobert darum die Mana-Gruften, die in diesem Reich liegen. Dann könnt ihr es euch leisten, ihn zu rufen und auf die feigen, aber gut verteidigten Ritter zu hetzen. Jo. Müssen wir so machen. Also ich hack jetzt hier erstmal alles mal weg, dass ich da genug Platz zum Bauen habe. Und, ja, also hier buddel ich, ich weiß halt nicht, ob ich mich hier mal lang buddeln soll. Ob da schon welche sind. Also ich baue mich jetzt erstmal ein bisschen auf und ich buddel mich jetzt mal in die Richtung. Ich habe mich vorher immer in die Richtung gebuddelt und da kommen halt direkt immer die ganze Zeit Level 1, Riesen, Schaf, Bogenschützen, Magier und weiß ich nicht was alles. Das, die kommen halt echt alle 5 Minuten. Ich überlege auch, ob ich mal nicht das mit Magiern mache, sondern dass ich was anderes baue. So ein Kerker auf jeden Fall, aber was würde ich denn gerne anlocken? Casino. Vielleicht eine Folterkammer oder so. Ah, ich lasse das mal mit den Magiern. Weiß auch nicht, ob es hier noch mehr Zauber gibt. Ah, Gehirnwäsche. Darauf könnten wir mal sparen, dass dann ein Riese für uns kämpft. Das habe ich gar nicht beachtet. Ja, bis ich 20.000 Mana habe, das dauert. Hm. Naja, schauen wir mal. So, wir sollen jetzt erstmal hier alles weghacken. Ich glaube, das wird ein langes Video. Keine Ahnung, wo die sind. Irgendwo da. So. Hier gleich mal den Larsele können wir eigentlich auch da oben hin machen. So. Packen wir uns bis hier hin. Mal gleich mal eine Hühnerfarm. Also Kerker brauchen wir auf jeden Fall. Magier.
Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. So. Hühnerfarm. Bauen wir die hier mal so? Ah, wenn wir da einen Kerker, dann müsste passen, dann machen wir hier die Hühnerfarm. Ah, das passt auch. Optimal. So. Holzbrücke. Sammel. Da können wir jetzt noch nicht durch, weil da kommen dann gleich die, wenn ich das aufhaue, kommen die gleich angerannt wie die Irren. So. Mein Kerker brauchen wir auch noch. Pop. Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Recht. Ist jetzt schon. Doch bis 16.000. Ja, egal. Kerker. Wo ist der Kerker? Kerker. Das ist alles abgeerntet, alles klar. Ja, das können wir echt probieren mit der Gehirnwäsche. Wie viel Magie habe ich denn jetzt? 4. Da hätte ich das eigentlich nochmal eins weiterziehen können. Ach, 4 sind zu wenig, ich brauche mehr. Da kommt noch einer, sehr schön. Ich weiß nicht, soll ich mich mal dahin buddeln? Also da habe ich ein bisschen Angst. Ich glaube, ich buddel mich mal dahin. Schauen wir mal. Gehirnwäsche Hammer. Euer Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. Da muss es ja auch irgendwo lang gehen. Wahrscheinlich auch gleich Besuch. Ja, hopp. So, okay. Da ist ja schon ein Weg. Immer noch 5 Magier. Nee. Na gut, den Horny kann ich eh nicht rufen. Ah ja. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Boom. In your face. So, direkt ab. Kerker. Ah, okay, da ist so ein Herdenportal. Das sollte mich schleunig kaputt machen. Irgendwie. Ich weiß noch nicht, wie ich das kaputt machen soll. Keine Ahnung. Heldentor. Ich will das angreifen. Ja, okay, da oben geht schon mal keine große Gefahr aus. Immer noch 5 Magier. Na gut, ich speichere hier mal. Spiel gespeichert. Gut, dann zeige ich euch jetzt, was ich meine. Es kommen da nicht mehr Magier, weil ich nur 4 Bücher habe, oder was? Scheiße. Aber ich kann einen übernehmen. Das ist sehr gut. Dann mache ich gleich den. Euer Zauberspruch Donnerschlag wurde verbessert.
mehr als 5 Mangel. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Nice. Was ist das denn? Krebs oder was ist das da? Oh, keine Ahnung. So. Ich bin unentspannt. Das müssen wir eigentlich ändern. Mal kurz. So, dann können wir da nämlich nochmal eine Reihe ziehen. Die nicht wirklich viel gebracht hat. So, geht schon los. Kerker, wo ist er? Ja. Ah doch, hat nochmal Bücher gemacht. Ah, da kommen auch wieder neue Magier. Sehr schön. So, das habe ich gemeint. So. Aber diesmal sind wir besser vorbereitet. Euer Zauberspruch Symbiose wurde verbessert. Okay. Magier, Alter. So. Optimal, das hat ja super funktioniert. Nice. Alles schön im Kerker. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Euer Kerker ist zu klein. Echt jetzt? Doch noch was rein. Na gut, dann muss halt der davor verrecken. So. Die magische Tür ist vielleicht nicht so stabil wie eine Stahltür, schleudert aber Feuerbälle auf Eindringlinge. Wie soll sie das tun? Die keinen Schaden. Ach, das machen wir anders. Dauert mir viel zu lang. Du sollst auf die Tür hauen, du Trolle. Ihr braucht einen Friedhof, um eure Leichen zu starten. Kein Platz, die Sicht war jetzt doch ein bisschen. Aber aushalten tut die schon ordentlich. Endlich. Oh ja. Du hast ja gleich Party angesagt. Ah, ich lasse die Lübe mal kommen. Irgendwie laufen die so weg. Ist nicht gut. Ups. Cari Medicatus. So. Übernehmen kann ich keinen. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Go, go, go. Gib ihm, oh, ein Skelett ist schlau gegangen.
Nice. So läuft da also. Gib ihm. Also meine ganzen Scheißmagier. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Nice. Sehr schön, sehr schön. Genau so stelle ich mir das vor. Ihr seid auch mit drin. Alter. War schon wieder fast tot. War rein da, haut sie weg. Cool, da haben wir schon mal die Mana angerufen, Digga. Sollt ihr aufpassen, dass da nichts anbrennt. Cool. So läuft das doch super. Oh, da kommt schon wieder neue. Oh, Mann. Aber die sollen sich erstmal ein bisschen erholen. Sollen die kommen? Euer Kerker ist zu klein. Da kann ich auch nicht ändern. Größer geht nicht. Wobei, das könnte ich vielleicht nur... Oh, okay, hat nichts gebracht. Oh, jo, jo. Auf meine Imps zu killen, was ist los? Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. So, jetzt so. Weg. Ihr erbeutet eine Mana-Truft. Yes. Sehr schön. Wunderbar. Der Kerker ist trotzdem zu klein. Einsammeln hier, sagt er, ist los. Ihr habt einen gegnerischen Wach erobert. Euer Zauberspruch heilen wurde verbessert. So. Ich hab so einen blöden Wachraum, ja, wobei dann krieg ich die Elfenkrieger. Weil die Scharfschützen wir rum. Weiß halt nicht, wie ich das kaputt mache. Vielleicht muss ich da rum das erobern oder so. Keine Ahnung. Gut, dann speichern wir direkt mal ab. Spiel gespeichert. Spiel gespeichert.
weil es mal generell mal ein bisschen... Euer Zauberspruch böser Blick wurde verbessert. Ihr erbeutet eine Mana-Gruft. Oh ja. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Einfach nur sterben, Leute. Ihr sollt auch die Tür hier kaputt machen. Was ist los? Nice. Geht doch. Wobei, das können sie schon lassen. So. Dann machen wir den Wachraum mal ein bisschen größer. Wo ist der Wachraum? Da. Kriege ich ein bisschen mehr davon. Ich brauche Gold. Da müssen wir hin. Auch nicht wirklich ein Ding. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Trainingsraum, weil ich kein Gold habe. Euer Zauberspruch zusammenrufen wurde verbessert. Euer Zauberspruch Beben wurde verbessert. Na dann. Hopp. Euer Zauberspruch Gehirnwäsche wurde verbessert. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Ja, wie mache ich das kaputt? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich es jetzt komplett eingenommen habe? Ja. Einmal rum. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Hier komme ich nicht drum rum, das ist das Problem. Muss nur aufpassen. Uiuiuiui. Hier alles. Nice. Da haben wir auch Gold. Schick, schick. Gleich mal so eine kleine Schatzkammer hinmachen. Eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hatte. Jo, dann geben wir dir einen Platz. Bitte schön. Da auch nochmal so. Was macht ihr denn für Geräusche? Oh Mann, wo bin ich denn hier gelandet? So. Eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Ja. Hier. Leg die nieder. Oh, die Mana-Gruft-Dinger, die sind schon geil. Kann man nichts sagen. Okay. Auf geht's.
Ja, sorry an Sexman, dass ich deine Tipps jetzt nicht vorgelesen habe, aber ich habe ihn dir vorher schon angeschaut. Es ist Zahltag. Sexy Man, gut, über den Namen kann man jetzt denken, was er will, aber der kennt es richtig aus und gibt mir immer super, super Tipps, außer auch, dass man das hier langziehen kann mit den Brücken, oder den Steinbrücken besser gesagt. Und der hat mir auch gesagt, was ich am Anfang so machen soll, dass ich einen Kerker bauen soll und so schnell wie möglich die Heldenportale zerstören soll. Also eins habe ich ja geschafft, hier kommt irgendwie keiner raus, aber das kann ich auch nicht wirklich kaputt machen. So, die sollen wir weiter fleißig einnehmen hier. So. Ich brauche halt mal mehr Gold, ist das Problem. Oh ja. Das ist schon was. Man soll sich mal da reinbuddeln, vielleicht ist da irgendwas. Salamander oder sowas habe ich jetzt nicht. Ich habe schon ein böses Level. Richtig gut. Eure Geschöpfe mögen euren Stil. Na, ist aber selbstverständlich. Hier haben wir aber nichts. Sollen wir hier vielleicht weiter buddeln? Irgendwas finden an Geheimnissen? Nimm das ein. Nimm ein. Nice. Jetzt kann ich das nämlich rüberbauen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Immer drauf. Oh, heilen können wir jetzt eh wie die Irren. Mana haben wir genug. Schlafsaal wird angegriffen. Oh, Schlafsaal? Ah ja, da kommen jetzt mal welche. So dermaßen schnell die Skelette. So. Und das auch erledigt. Hoppala. Euer Kerker ist zu klein. Yes. Na gut, die müssen halt verrecken. So, hier geht's weiter. Kannst du das Skelett mal droppen? Ist das ja schon mal Level 5? Die krieg ich auch alleine hin. Level 5 Skelett. Wow, Mann. Hier hinten schießen die Säcke. Sag ich doch. Das ist halt eng. Blöd in der Engstelle. Oh Mann, ey. Ganz schön krass, das Level. Whee! Raus. Autsch. Easy. Also ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass wenn man in der Symbiose ist, dass man da mehr Damage macht. Schießt die Kanone und die magische Tür auf mich. So. Ah, die mache ich jetzt nicht selber kaputt. Da habe ich keinen Bock drauf. Das dauert mir zu lang. So.
Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Können wir hier eigentlich mal das wegmachen? So, ich weiß halt nicht, soll ich einen Friedhof bauen? Ich glaube, ich baue einen Friedhof. Der ist so scheiße teuer. Was kostet nur ein Ding? 2000. Schauen wir mal. Euer Friedhof ist vollgestopft mit Leichen. Vergrößert ihn. Ja, würde ich gern. Eins einnehmen. Ah, Mann. Nein, wobei, das können wir auch so machen. Oh, Geld sieht jetzt echt schlecht aus. Oh, nicht gut, wenn die liegen. Ah, holen wir die Scheiße da weg. Seid nun stark genug, um den Landesherrn zu töten. Ruft also Horny herbei, setzt ihn in der Nähe der Festungsanlagen im Norden und Osten ein und genießt die Zerstörungen, die er anrichtet. Mach mal. Braucht ihr von Zeit zu Zeit ein wenig Hilfe? Ihr dürft mich gerne rufen. Jo. Doch wenn ich komme, muss ich auch töten. Also dafür, dass es Gegner gibt, die ich umbringen kann, sonst... Wenn es nicht genug Nahrung für meinen Blutdurst gibt und eure Krieger stehen mir im Weg herum, werde ich sie stattdessen vernichten. Chill doch mal, was ist los? So entspannt. Ist das schon der... Schickt ihn los gegen die Helden im Nordosten und vernichtet sie. Also weg. Euer Friedhof wird angegriffen. Warum laufen wir weg? Hey, wieso stirbt der denn? Ich geh jetzt mal rein.
böse was aus für hier. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder aufgestanden. Der Friedhof, der ist mal extrem useless. So, dann macht jemand die Tür hier kaputt. Autsch. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ach, ist ja gleich was. Eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Jo, da oben ist was. Diese magischen Türen. Euer Kerker ist zu klein. So viel aus. Speichern wir nochmal. Spiel gespeichert. Schauen, ob der hier ist. Ja, irgendwo da wird das sein. Eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Hey. Wo denn, was denn? Achso, der da oben, okay. Doch, da sind auch wieder welche. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Töten. So, hier könnte ich wieder voll fressen. So. So, mal übernehmen. Das ist auch das Heldenportal. Das müssen wir auch direkt platt machen. Eine Holzbrücke aus. Ja, brauche ich eigentlich nicht. Ah, dann noch ein bisschen Gold wenigstens mal. Sehr schön. Okay. Ja, nochmal eine Mana-Gruft. Ihr erbeutet eine Mana-Gruft. Können wir den Horni gleich wieder rufen. Nice. Nice, nice, nice. So stelle ich mir das vor. Nicht gedacht, dass ich so weit komme. Also ich habe das schon mal durchgespielt, das Spiel ist aber schon 1000 Jahre her. Euer Wachraum ist zu klein. Jojo, ist halt zu klein, mein Gott. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Nicht gut. Immer drauf da. Easy peasy. Hammer, sehr schön. Hopp, hopp, hopp. Immer brav einnehmen. Jetzt komme ich da gar nicht hin oder was? Ja, muss ich da kaputt hauen. So, Horni können wir schon wieder rufen. Ihr erbeutet eine Mana-Gruft. Und so sind die heiligen Mana-Gruften nun in eurer Gewalt. Die Helden spüren, dass ihr Tod kurz bevorsteht. Und so sammeln sie sich hier, um euch eine letzte vergebliche Schlacht zu liefern. Macht ihr alles platt. Hallo. Das ist ein unfairer Vorteil. Also erwartet nicht, dass ich euch angreife. Ihr müsst schon herkommen und mich holen. Falsch Richtung. Sehr schön. Boom. Zack. Ihr habt nicht genug Gold, um eure Geschöpfe zu entwickeln.
würde, dann... Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Ja. Zu den Waffen, meine treuen Freunde. Aus diesem Feind werden wir gemeinsam Hackfleisch machen. Das glaube ich nicht. Zack. Greift die Tür mir nicht an. Seele ist in euren Dungeon gekommen. Oh nein, sie ist gerade wieder rausgerannt. Geh mal kacken. Drauf da jetzt. Das ist halt Fail jetzt, wenn die das nicht erobert haben. Das war kurz kaputt hier. So, jetzt können die brav übernehmen. So, das sieht doch super dupi aus, wenn wir hier mal auch mal ein bisschen hinmachen würden. Oh, scheiß auf Horny. Ein bisschen mehr Imps, das dauert mir alles zu lang. Alter Schwede. Kohle. So. Was die nervt, diese Falle. Oh, ja gut, da ist richtig Kohle. Oh, da kommt schon wieder was. Oh, gib ihm. Alle weghauen, Heldentor kaputt machen, dann machen wir den oben platt. Nice. Sehr schön. Der brennt noch. Okay. Jo, dann mal hier die Skelette das kaputt machen lassen. Okay, ein paar mehr. So viele Geschöpfe angelockt, wie es kann. Zack. Zack. Eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. Ja, Pech. Sieben. Zack, zack, zack. Schnell Gruppe machen. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Er
Es ja, ist Zeit. Die Türen, die halten schon gut was aus. Alter. Okay, das ist nur das hier. Ja, da hinten steht er. Da haben wir an den Obermotz. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Oh, da ist er. Was ist die Scheiße hier? Zack, zack, zack. So. Schatzkammer erobert. Zack. Zack. Ein Schöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett Zack. Wieder aufgestanden. Zack. Eine mutige und abgrundtief böse Darbietung, mein Freund. Nice. Aber es kommt noch besser, wenn Horny zu uns stößt. Die ehrfurchtgebietende Macht seiner Sense und seine skrupellose Mordlust zu demonstrieren. Jo, vielen Dank nochmal an Sexy Man. Ohne Tipps hätte ich das, glaube ich, nicht so gut geschafft, obwohl ich das ja schon am Anfang ein paar Mal probiert habe. Aber ziemlich geiles Level. Also das geht eigentlich. Dann, der Anfang ist halt ziemlich schwierig. Aber wenn man das einmal überwunden hat, dann geht's eigentlich. Ist nur das Reinkommen, das Schwierige bei dem Level. Oder Feldzug. Kriegen wir gar nichts Neues zum Bauen? Die Doch. Arena bietet gründliche Ausbildung und spannende, brutale Unterhaltung. Stimmt. Gibt's ja die schwarzen oder dunklen Ritter noch. Ach. Ja. Videos sind einfach nur geil. In meiner ganzen langen und bösartigen Existenz habe ich noch niemals einen schöneren Anblick gesehen als Horny im Blutrausch. Mit eurem Verstand und seiner Brutalität werden bald alle vor uns knien und um Gnade winseln. Na dann. Großartige Neuigkeiten, Keeper. Nachdem er von Nemesis' Plan eines Bündnisses mit den Schwarzen Engeln erfahren hat, hat der König sofort seinen drei Söhnen befohlen, Carrion aufzulauern und ihn zu vernichten. Die Prinzen haben gut gekämpft, und obwohl Carrion noch immer atmet, hat er doch von seinem finsteren Vorhaben abgelassen. Wir haben also etwas mehr Zeit als zuvor. Großherzogtum Fluxenberg. Die Stimmung in diesem wunderschönen Land wird von Gerüchten über einen Aufstand finsterer Kräfte getrübt. Wenn ihr rechtzeitig kommt, könnt ihr die Ringführer für eure Sache gewinnen. Sie werden euch helfen, Großherzog Volker zu besiegen und seinen Portaljuwel zu erbeuten. Jo, dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt mir sagen, soll ich das angreifen oder das angreifen? Also rechts, Norden oder Osten, sage ich es mal so. Schreibt einfach Norden oder Osten in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.